Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir beide hier nicht allein sitzen, sondern dass Sie wirklich den Weg gefunden haben. Für uns ist das wirklich ein ganz besonderer Moment, nach so vielen Monaten wirklich wieder mit fremden Menschen, mit einer größeren Gruppe fremden Menschen sprechen zu können. Sie können uns zuhören und wir hoffen, dass das wirklich der Beginn ist einer sehr viel lebendigeren Kulturzeit auch. Und wir sind froh, dass wir hier sind zu der ersten, glaube ich, wirklich der ersten, wirklich live im Gespräch über das Buch. Ne? Ja. Sie haben ja schon so ein paar. Ich freue mich natürlich besonders, eingeladen zu sein, Katharina Döbler vorstellen zu können. Sie lebt in Berlin, hat aber ihren Ursprung in Franken. Dort ist sie nicht so lange gewesen, aber ist in München aufgewachsen, hat dort studiert, in Paris und in Berlin. Und das sind also zwei ihrer verschiedenen Studienfächer, die, wenn man das von außen betrachtet, wohl auch wichtig gewesen sind für ihren weiteren Werdegang, nämlich Theaterwissenschaften und Lateinamerikanistik. Das heißt, Sprache, die Bühne sind immer wichtig gewesen und sozusagen auch Weltfragen, also die Fragen des gesamten Globus. Und das zieht sich durch das Leben auch. Sie ist Journalistin, Redakteurin bei der Monatsschrift Le Monde Diplomatique. Natürlich eine der Zeitschriften, die sich wirklich seit langem mit der gesamten Welt, den politischen, ökonomischen, sozialen Beziehungen befasst. Und sie hat sehr viel Radio gemacht in ihrer Laufbahn, war auf der Bühne auch als Sängerin, als in einer Punkband. Und war zeitweise verantwortlich für eine legendäre, sehr, sehr kurzlebige Sendung in Berlin im Radio 100. Es ist lange her, aber ist trotzdem legendär geblieben. Man kann manches im Netz noch hören. Das hieß Nachtflug und das war eine kleine Gruppe Radiomenschen, die neue Formate entwickelt haben. Da spielte auch immer sozusagen die Tonkunst eine wichtige Rolle. Also nicht nur das reine Wort und die reine Musik, sondern Formen, Töne, Musik, Gesprochenes, Gesungenes und Produziertes sozusagen miteinander zu verbinden. Vor gut 10 Jahren hat sie ihren ersten Roman geschrieben. Auch dort ist der Gesang da und einer der Protagonisten ist auch wirklich, für den ist die Musik wirklich das Zentrale, eines der zentralen Lebenselemente, spielt zwischen 1993 und 2001 in Berlin. Und nach dem Roman kam die Stille nach dem Roman, weil dann ein ganz anderes Projekt sich allmählich entwickelt hat und das Resultat ist dieser zweite Roman, Dein ist das Reich. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Es ist eine sehr ungewöhnliche Reise, die Sie uns, der Leserschaft, schenken. Es ist die Verbindung, auf die man so schnell gar nicht käme, wenn man sich nicht darin vertieft hat, nämlich ein kleiner ländlicher Flecken in Franken, in der Nähe von Nürnberg. Von dort die Verbindung zu Papua-Neuguinea in der Südsee, und zwar das knappe Drittel dieser großen Insel, die zeitweise deutsche Kolonie war. Dieses Thema ist eigentlich gerade ganz akut in diesem Jahr durch dieses Buch und durch das Buch von Götz Ali, dem Historiker, der auch eine entfernte verwandtschaftliche Verbindung hat zu Papua-Neuguinea, zu Südsee, ist das Thema auf einmal da und wir können sehr viel lernen, aber auch wir können sehr viel lernen über die Wirkmacht der Geschichte über mehrere Generationen hinweg. Man muss vielleicht 3 Worte sagen. Die deutsche Kolonie hieß Kaiser Wilhelms Land auf Papua-Neuguinea und wurde zunächst von 1884, 85 an sozusagen betrieben von einer Handelsgesellschaft. Bis 1899, danach kam eigentlich praktisch eine staatliche Verwaltung und 1919, nach dem Ersten Weltkrieg war schon der Schluss,
da hat das Deutsche Reich eben die Kolonien verloren. Die Missionare, um die es in diesem Buch geht, sind aber dort geblieben. Denn das ist der Grund, warum es diese Verbindung gab zwischen diesem kleinen Ort im ländlichen fränkischen Raum zu Papua-Neuguinea. Das ist die evangelisch-lutherische Mission, dessen Zentrum im fränkischen Neuendettelsau beheimatet ist. Und die Neuendettelsauer Mission war der Ausgangspunkt für vier der Großeltern von Katharina Döbeler, deren Geschichte sie aufgeschrieben hat. Das sind die vier Protagonisten, die haben andere Namen, aber das sind die vier Protagonisten in dem Buch. Das Ehepaar Mohr, Heiner und Marie, und das Ehepaar Hensoldt, Johann und Linette, genannt Nette. Diese vier Großeltern, von den vier Großeltern hat Katharina Döbeler drei wirklich miterlebt, auch recht lange noch als Kind, als Jugendliche und auch weitgehend auch noch ein Stück im Erwachsenenleben. Und sie erzählt uns, wie dass diese Welt, die Großeltern, die Missionare gewesen waren in Papua-Neuguinea, wie diese Welt sozusagen in ihre eigene Kindheit und mit den Großeltern sozusagen hineingewirkt hat. Diese Eltern, die waren alle, um sozusagen die zeitlichen die Einordnung zu geben, sind geboren in den 1890er Jahren und haben bis ein Großvater hat, den wir noch kennenlernen werden, hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt, aber alle anderen waren wirklich in der Familie präsent. Man muss noch einmal betonen, es ist keine historische Rekonstruktion dieser Lebenswege. Es ist ein Roman. Und es gibt mehrere Erzähl- und Reflexionsebenen. Das ist die eigene Kindheit und wie in diese Kindheit diese Südsee-Erfahrungen hineinwirken. Es ist die reale Lebensgeschichte, soweit sie uns, der Autorin, bekannt werden konnte, dieser Großeltern. Und es ist auch das Echo dieser Missionszeit weit in die Nachkriegszeit hinein und schließlich auch noch die Wahrnehmung der erwachsenen Katharina Döbeler, die dann reflektierte über dieses merkwürdige, vorhandene und teils nicht vorhandene Leben in der Südsee und dann aber eben natürlich auch kritisch analysiert hat, was es eigentlich war. Sie erzählte, dass Kolonialismus, das Wort kam nicht vor. Es ging um die Mission, um etwas sehr Hehres. Und das sind die Ebenen, die sehr kunstvoll in dieses Buch hineingewebt sind. Ein Roman. Wir werden auf die Quellen auch noch kurz zurückkommen. Im Prolog stellen Sie eine der wirklich zentralen Figuren vor. Es könnte sein, dass es die stärkste, am stärksten auf sie wirkende Figur war, vielleicht die Lieblingsfigur, nämlich ihre Großmutter Nette, also Linette. Linette wurde wahrscheinlich auch französisch ausgesprochen damals, oder? Nee, das war in Franken, das hieß Linette. Linette, gut, genannt aber von allen Nette. Und sie stellen uns im Prolog dann diesen Kosmos vor, die Großmutter, aber auch das, also in der Nachkriegszeit, wie sie sie selbst erlebt haben. Und das ist sozusagen die stimmungsmäßige und auch faktische Grundlage für das, was im weiteren Verlauf kommt, über die weit anderen Leben, aber auch über das Gefühl, das für sie eine Rolle gespielt hat. Dann hören wir gerne ein Stück aus dem Prolog. Ja, ich möchte mich auch nochmal bei Ihnen bedanken fürs Kommen. Ich freue mich auch sehr, unter Menschen zu sein mit dem Lesen. Zu dem Prolog, zu meinem Roman, möchte ich noch kurz dazu sagen, dass dieser Prolog eines der ersten Teile war, die überhaupt entstanden sind. Und das ist so eigentlich der Funke gewesen, der das Ganze ausgelöst hat. Also die Beschäftigung mit meiner Großmutter, die ich sehr geliebt habe, und die Erinnerung an sie. Ja. Meine Großmutter nämlich, war anders als alle anderen Menschen meiner Welt.
Sie kochte bizarre, bunte Gerichte. Sie hatte immer eine Schürze um, außer in der Kirche, manchmal sogar zwei. Sie trug so viele Kleider übereinander, dass sie bei Einbruch der Dämmerung mit dem Ausziehen begann und erst bei Sonnenuntergang damit fertig war. Sie weinte im Schlaf. Sie war regelmäßig wie der Tag und die Nacht. Sie war da, wenn ich aufwachte, und ging zusammen mit mir zu Bett. Sie rupfte Hühner und zeigte mir beim Ausnehmen die Eierstöcke im Bauch. Sie strickte Strumpfhosen aus fürchterlicher, kratziger, brauner Wolle. Sie glättete die Wellen des Fiebers mit eisigen Wickeln. Sie erfand ein Märchen, in dem ein Huhn mit einer Schere den Fuchs erledigte. Muss ich gerade die Stelle gucken, wie es weitergeht? Seite 10 unten. Ja, genau. Ach, ja. Ich habe ein bisschen was übersprungen jetzt von den Eigenheiten meiner Großmutter. Ein Laster aber hatte auch sie. Und sie kämpfte mit der ganzen Weisheit ihrer protestantischen Seele dagegen an. Sie las. Sie las nicht einfach nur gern. Sie las gierig wie ein hungriges Krokodil. Sie las und versank in ihrer Lektüre wie in einem weichen Bett, das sie nie hatte. Wie in Wolken und Träumen, während die Zeit verging, die Nacht verging, die Kinder wieder einen Millimeter wuchsen und es so viel anderes zu tun gab. Sie wusste, dass es Sünde war. Das ausgedachte Zeug, aus dem Romane bestehen, die unerfüllbaren Sehnsüchte einer falschen Wirklichkeit, die weder göttlich noch wahrhaft menschlich ist, das war Gift für die Seele, Spekulation, vertane Zeit. Sie sah, dass ich diesem süßen Gift genauso verfallen war wie sie, und sie war mit ihren Geschichten nicht unschuldig daran. Deshalb brachte sie mir bei, wo der Unterschied zwischen wertvollen und zu missbilligenden Büchern bestand. Wertvoll waren solche, die aus reiner Wahrheit bestanden und deshalb ein bisschen langweilig waren. Noch wertvoller solche, in denen man außerdem etwas lernen konnte, zum Beispiel, wie sich selbst unter widrigen Umständen ein gottgefälliges Leben führen ließ. Die widrigen Umstände waren oft recht unterhaltsam. Irgendwann beschloss sie, nur noch wertvolle Bücher zu lesen. Biografien wurden zu ihrer bevorzugten Lektüre, am liebsten solche von Frauen, die in der Fremde rechte Not erlebt hatten. Und meistens waren die Heldinnen ihrer Bücher Heidenmissionarinnen, so wie sie. Ihre Lieblingsgroßmutter? Ja. Die Ihnen auch die Liebe zum Lesen mitgegeben hat. Und Sie haben selbst auch sehr viel gelesen als Kind. Das Interessante ist aber, dass Sie Dinge gelesen haben, die eigentlich mit der Missionszeit in Papua-Neuguinea geografisch zu tun hatten, aber nicht präsent waren. Das ist also, was sehr schön im Laufe der Zeit deutlicher wird, dass es so eine große Abwesenheit gab. Abwesenheit dieser, also einer Ebene dieser Zeit. Es gab die Relikte, es gab Erinnerungen, es gab Erzählungen, die durch immer wieder sagen, zurück in Franken auch nach dem Krieg erzählt wurden. Aber das waren eben auch Geschichten, wo einiges gefehlt hat. Ja, wo das Wesentliche gefehlt hat, muss man eigentlich sagen. Ne? Weil es gab ganz, ganz viel so Anekdoten, die dann immer so bei diesen Tafelrunden erzählt wurden, wenn man so zusammen saß, so abgeschliffene Anekdoten, die irgendwie gar nichts mehr bedeutet haben irgendwann. Und die waren für mich immer irgendwas völlig aus der Welt. Also das war überhaupt nicht real. So, ne? Und ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, also sehr viel später in meinem Leben, als ich angefangen habe, das so ein bisschen zurechtzurücken. Was ist Realität? Was ist eigentlich wirklich passiert? Was ist der geschichtliche Hintergrund? Was hatten meine Großeltern und meine Eltern mit der Weltgeschichte zu tun? Das war dann natürlich dann auch ein bisschen der Ausgangspunkt am Ende für das Buch hier. Sie haben Südsee-Geschichten gelesen. Und darüber berichten Sie auch bei der nächsten Passage. Und darin stellen Sie uns auch den Mann von Nette vor. Das war also im Buch Johann Hensoldt,
der Großvater, der den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt hat. Und der war ja auf eine bestimmte Art auch eine Lichtfigur. Er war nicht da, aber das war sozusagen eine ganz große Gestalt, vielleicht weil er nicht mehr lebte, sondern dass er sozusagen, er war konserviert eigentlich. Den stellen Sie uns vor und erzählen uns von den Südseegeschichten, die Sie als Kind gelesen haben, und stellen uns dann auch sozusagen das Bild von Johan Hensoldt vor. Ich las als Kind alle möglichen Südseegeschichten, hatte aber keine Vorstellung, dass Neuguinea genau dort lag. Denn die Südsee war abenteuerlich und bunt. Neuguinea hingegen, unser Neuguinea, war schwarz-weiß. Die Fotos, die Menschen drauf, die Kleidung und die Religion. Unser Neuguinea war Himmel und Hölle, jedenfalls nicht von dieser Welt. Nicht ein einziges Mal haben uns die Eltern Neuguinea auf der Weltkarte gezeigt. Wir lernten in der Schule Länder und Hauptstädte auswendig, aber Neuguinea war nicht dabei. Es hieß inzwischen schon Papua-Neuguinea und war ein eigener Staat, zumindest der östliche Teil, aber ich hatte davon keine Ahnung. Papua-Neuguinea, was für ein Name, zusammengeklebt aus lauter kolonialen Einzelteilen. Papua von den Portugiesen, Guinea von den westafrikanischen Tuareg, verpflanzt von einer Kolonialsprache in die nächste, Nouvelle-Guinée, Neuguinea, Neuguinea. Neuguinea in der melanesisch, deutsch, englisch geprägten Kreolsprache Tokpisin, Pidgin, wie meine Großmutter Marie verächtlich sagte, dieses Kauderwelsch. Das war die andere Großmutter. Ich wusste nichts über das wirkliche Neuguinea, nichts über seine Geografie, seine Geschichte. Als Erwachsene zog ich durch verschiedene Länder und Städte, von denen ich einmal geträumt hatte, aber Neuguinea blieb eine Leerstelle in meinem Atlas. Ich begann zu schreiben, schrieb Dinge, die gedruckt wurden. Meine Mutter war stolz darauf und versuchte sofort, mich für ihre neuguineischen Zwecke einzuspannen. Ich sollte das alles festhalten, ihren Vater auf dem Pferd, den Urwald, das Paradies. Die Welt sollte wissen, zumindest ihre Kinder und Kindeskinder sollten wissen, dass es das Paradies gegeben hatte und dass es verloren gegangen war. Aber ich ergriff die Flucht, sobald sie davon anfing. Wärme, Bananen, Urwald und Johan Hensoldt, ihr unübertrefflicher Vater. In der schwarz-weißen Familienlegende war Johan Hensoldt die allerweiseste Figur. Er war gewissermaßen überbelichtet, das Ideal von einem Missionar, das Evangelium auf zwei Beinen. Natürlich wurde von seinen Beinen nicht gesprochen. Niemals, so wenig wie vom Rest seines Körpers. Dafür aber von seinem Pferd, mit dem er unermüdlich den Urwald durchstreifte auf der Suche nach neuen Heiden. Dieser heilige Ritter beherrschte, wie meine Mutter behauptete, 11 Sprachen und war ausnehmend musikalisch. Sie sagte, dass er viel lachte und sang und Geschichten erzählte. Ich glaubte ihr das nicht so richtig, denn auf der Fotografie, die sowohl auf der Kommode meiner Großmutter als auch auf dem Frisiertisch meiner Mutter stand, schaute mich Großvater Hensoldt mit durchdringendem Blick aus tiefliegenden schwarzen Augen an, ohne die Spur eines Lächelns. Er sah überhaupt nicht aus wie ein Vater. Er sah aus wie etwas aus dem Museum, wie Bilder aus einem Geschichtslehrbuch, eine Mischung aus Rasputin und dem jungen Gandhi. Das war dieses Standbild, überbelichtet, wie Sie sagen. Die Legende. Ja, die Legende, sagen ein Held, der dort präsent war und sich nicht veränderte und den Sie nicht fragen konnten. Wie ist denn der Prozess gewesen, dann diese Stille zu füllen und die Leerstellen zu füllen? Wie ist das beim Schreiben gegangen? Wann hat das eine Dynamik gewonnen, dass Sie angefangen haben, die Dinge herauszusuchen und zusammenzufügen? Ja, das hatte ein bisschen zu tun mit meiner Arbeit auch als Journalistin.
dass ich irgendwie auch so angefangen habe, diese Dokumente anzugucken, diese Briefe zu lesen. Und zwar eben nicht vor dem Hintergrund, ich will jetzt meine Familiengeschichte bearbeiten, sondern einfach, was ist wirklich in diesem deutschen Kolonialgebiet passiert. Und das hat sich dann aber auch so zusammengefügt, natürlich mit diesen Familientraumata, die kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, die da auch eine Rolle gespielt haben. Und es war ja auch so, dass meine ganze Familie, also vor allem meine Eltern natürlich, nie so ganz in der Gegenwart angekommen waren. Für die war immer die Vergangenheit größer und wichtiger und schwerwiegender irgendwie als die Gegenwart. Das, was für uns Kinder natürlich nicht so besonders schön war. Und dann diese Sachen auszugraben, das hieß für mich auch irgendwie, eine Realität zu finden, die eigentlich die Wurzel unseres familiären Zustands war. Also das war so beides, ne? so eine psychologische Grabung und eine historische bzw. eine journalistische Arbeit. Was für Quellen konnten Sie dann über die Zeit dann finden und nutzen? Naja, ich hatte erstmal natürlich diese alten, also es gab immer wieder so abgeschriebene Berichte und Briefe meines Großvaters, die dann auch so ein bisschen im redigierten Zustand irgendwie uns dann so vorgelegt wurden. Und es gab dann aber auch später, als ich dann angefangen habe zu suchen, tauchten immer wieder irgendwo irgendwelche alten Hefte auf, jetzt auch von meiner anderen Großmutter Marie, die ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat, sehr bittere Erinnerungen. Und es gab natürlich auch das Material der Mission, die dann im Missionsarchiv waren. Und das war dann wirklich interessant, weil dann diese ganzen Nettigkeiten, die da immer so erzählt wurden, die haben sich dann als etwas unrichtig rausgestellt. Also zum Beispiel gab es eine Familiengeschichte, die ging immer so, ja, wie der Opa das Schwarzwasserfieber überstanden hat. Da hat er gebetet und dann hat er wahnsinnig geschwitzt und hat Gott ihn gerettet natürlich. Und so hat er überlebt. Und später stellte sich dann aber raus, dass diese schlimme Krankheit, die er hatte, dass er die wahrscheinlich deshalb überstanden hat, weil ihn eine einheimische Frau gepflegt hat und er mit dieser Frau dann später auch eine Beziehung eingegangen ist. Und das wurde immer total dementiert, dass da irgendwas war. Und ich habe dann tatsächlich auch bei meinen Recherchen herausgefunden, dass da sehr wohl was war. Und dass es dann sogar ein Kind gab. Und vermutlich haben wir bis heute Verwandtschaft dort. Es ist aber bis jetzt nicht gelungen, sie zu finden. Sie konnten auch nicht hinreisen. Ja, da kam jetzt Corona dazwischen. Ja. Ich hatte das vor. Ne? Also, mal sehen. Sie gebrauchen auch also Briefe, Archivalien. Man muss dazu sagen, es gibt diese christliche Mission in Neuendettelsau, gibt es heute noch unter dem Namen Mission Eine Welt, und wenn ich das richtig verstanden habe, waren die durchaus zugänglich eben auch für eine ja doch auch, sag mal, realistische, auch kritische Nachfragen. Können Sie das, denn Sie haben ja dort das Material, haben Sie zur Verfügung gestellt bekommen, waren Sie auch völlig frei zu schreiben dann? Naja, ich habe nicht gefragt, ob ich das darf natürlich. Ne? Ich habe Familienrecherche gemacht und das kann man ja. Und diese Idee, auch dieses Buch dann tatsächlich zu schreiben und einen Roman zu schreiben, das kam eigentlich erst dann prozessual, während ich da geforscht habe. Ne? Weil diese Funde einfach zum Teil so bizarr waren und mich das auch so angesprungen hat, dass das so viel verschwiegen war. Und auch wie diese ganze Geschichte, die Kolonialgeschichte mit der Nazizeit zusammenhing und auch in diesem Neuendettelsau stattgefunden hat und rüberschwappte nach Neuguinea. Und also all das schrie danach, irgendwie bearbeitet zu werden. Und das ist natürlich für die Leute dort in Neuendettelsau, ich war vor kurzem dort, ist das natürlich jetzt auch ein Thema wieder. Und ich glaube, das Buch hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das wieder ein Thema ist. Aber was daraus jetzt wird, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Auf jeden Fall wird es sicher noch einige Gespräche darüber geben, denke ich mal. Sie gebrauchen etwas, eines der Elemente, die Sie auch für die Strukturierung, für kleine Exkurse gebrauchen, sind auch Fotografien. Das sind kleine Absätze, in denen Sie Fotos beschreiben und sozusagen die beschreiben, was Sie sehen und wie die Dinge auf Sie wirken. Das ist auch ein Element, um einem deutlich zu machen, dass es um eine, sagen, fiktionale Aneignung der Realität geht. Dass es beides ist. Und das kann man gut nachvollziehen in diesen kleinen
Passagen, in denen, in denen Sie uns mitnehmen, auf Fotografien zu sehen, die wir aber als Leserinnen und Leser nicht vor uns haben. Wir werden nachher noch Fotos sehen. Man muss sagen, wir kommen jetzt nach Papua-Neuguinea zur realen Arbeit, und um die nächsten Passagen zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, das ist auch sehr gut dargestellt, dass es durchaus diese Mission kein einheitlicher Block war, keine homogene, auch sag mal, kirchenpolitisch und ideologisch durchaus ein homogener Block war. Es gibt eben die Funktionäre in Neuendettelsau, die gab es. Es gab leitende Theologen, also wirklich ausgebildete Theologen auf Papua-Neuguinea, die sozusagen führende Positionen hatten. Und es gab die Laienmissionare, wie die beiden Großväter, unterstützt von den beiden, von ihren Ehefrauen. Und die hatten oder nahmen sich dann auch durchaus ein Stück eigene Freiheit, die eigene Interpretation. Das kommt eigentlich ganz gut zum Ausdruck in den Dialogen, auch in den kleinen Konflikten. Also Johann Hensoldt, den wir eben schon kennengelernt haben, der war Pioniermissionar und der reiste viel durchs Land, oft auch auf die Inseln. Das waren die Inseln, die vorgelagerten Inseln. Interessanterweise heißt, wie man damals sagte, die Insel Papua-Neuguinea war das Festland. Ja. Und dann, aber auf den vielen kleinen Inseln leben natürlich auch Einheimische, die ganz unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Sitten. Und dorthin reiste Johann Hensoldt, um erste Kontakte zu knüpfen. Und er hat wirklich seine eigene Philosophie entwickelt, wie er dieser Sache begegnet. Also ein junger Mann aus dem fränkisch-agrarischen Raum am anderen Ende der Welt mit einer Idee, die den lutherischen Glauben dort, den christlichen Glauben nahezubringen. Und wir hören jetzt ein Stück, das uns verdeutlicht, wie das auch vor sich ging und wie Johann Hensoldt dass selbst diese Dinge, das sein Projekt ausgefüllt hat. Im Konkreten, damals, es gab keinerlei Kommunikation, der stieg auf sein Pferd, fuhr dann Tage manchmal mit dem Schiff auf die Inseln und war eigentlich dann eine autonome Persönlichkeit. Ja, das war, glaube ich, auch Teil seines Wunsches. Also er hatte sicher auch ganz stark diese Idee, dass er Abenteuer erleben will. Also es ist ja nicht nur der Ruf Gottes gewesen, sondern es war auch eine Sehnsucht nach einem anderen Leben, der die jungen Männer da hingetrieben hat. Und Johann Hensoldt wollte auch ein bisschen diesem strengen Regiment seines Vorgesetzten, des Missionars Gorm, entkommen. Aber jetzt erstmal zu dem Foto, das wir da vor uns sehen. Das unscharfe Foto zeigt im Vordergrund 6 Frauen. Sie sitzen auf der Erde, vor ihnen liegen Netze voller Taro-Knollen und ein Haufen Palmstroh. Sie sind anscheinend mit Flechtarbeiten beschäftigt. Sie tragen keine Kleider und sind bis auf eine sehr jung. Eine von ihnen ist schwanger, eine noch ein Kind. Sie schauen nach rechts, als käme von dort irgendeine Störung. Nur die Frau vorne links im Bild hat ihre Arbeit in den Schoß sinken lassen und blickt fragend in die Kamera. Etwas abseits der Gruppe sitzt ein Mann mit einem hornartigen Schmuckstück auf der Stirn, bei ihm ein Kind. Im Hintergrund erstreckt sich ein Platz aus festgestampfter Erde. Darüber liegt quer ein Ast. Rechts ist ein schräges Grasdach zu erkennen. Davor stehen ein paar Kinder unter einem Baum. Es wirkt, als wäre der Fotograf den Leuten gut bekannt. Und wie immer in dem Buch tritt man aus der Fotografie dann in die Gegenwart der Vergangenheit sozusagen. Johann nimmt den Missionsgehilfen Nicodemo mit auf die Insel.
Nikodemo ist ein guter Prediger. Er bringt die Leute erst zum Lachen, indem er sie nachahmt. Dann stößt er Donnerworte gegen den Teufel und die bösen Geister hervor. Das macht Eindruck. Nikodemo ist außerdem einer, der selbst viel lacht. Johann ist gern mit ihm zusammen. Und Malawaya ist eine schöne Insel. Missionar Gorm war niemals hier. Die Leute haben vom Christentum gehört, einige waren schon einmal bei einem christlichen Sing-Sing auf anderen Inseln, aber niemand ist getauft, niemand trägt Kleider. Sie haben ihren alten Schmuck und ihre Bräuche noch, eine wunderbare Möglichkeit. Bei ihrem dritten Besuch bekommen Johann und Nikodemo die Erlaubnis, sich dort eine Hütte zu bauen. Nicht direkt im Dorf, aber ein kleines Stück entfernt, nahe am Strand. Sie bezahlen dafür mit einer Axt, drei Messern und einem Topf. Der Topf ist nötig, um die Zustimmung der Frauen zu erhalten. So fängt es an. Nikodemo soll eine Weile dort bleiben. So ist es mit dem Bruder Gorm beschlossen. Aber Nikodemo wird plötzlich von seiner Familie gebraucht, deshalb bleibt Johann allein da. Es ist die Gelegenheit, auf die er gewartet hat. Er ist allein, ohne Gorm, der ihm müde und beharrlich Festigkeit empfiehlt. Und in der dritten Nacht hört er die Trommeln vom Dorf her und das Singen. Singen und Trommeln und Singen. Er kann nicht schlafen. Ganz von selbst singt er irgendwann mit, stumm unter seinem Moskitonetz. Die Melodien und Rhythmen erwachen in seinem Körper, als wären sie schon immer da gewesen. Sie sind wohl uralt. Sie schwingen auf und ab in sanften Schleifen, aber sie schläfern nicht ein. Sie pochen wie ein Puls, halten ihn wach. Er steht auf und geht im schwachen Mondschein dem Gesang entgegen, hinüber zum Dorf. Er weiß nicht, ob er willkommen ist, aber die Neugier zieht ihn hin. Vor den Feuern tanzen sie, mit Masken. Mittendrin entdeckt er die große Geistermaske Nakamutmut. Nikodemo hat ihm davon erzählt. Das ist der Teufel. Johann hört dem Gesang zu und dem Pochen der Trommeln und betet, dass Gott ihm zeigen möge, was das zu bedeuten hat. Gott sagt ihm, schweig und sieh. Und Johann sieht, wie geschmeidig sich diese Körper bewegen, wie stark sie sind, wie sie der Nakamutmut Respekt erweisen, wie alle Tänzer gemeinsam einem einzigen, komplizierten Rhythmus folgen. Nichts daran erscheint ihm sündhaft. Oder auch nur falsch. Gott hat jedem Volk eine Ahnung seiner Größe in die Seele gepflanzt. Und das hat Johann jetzt verstanden. Er spürt, wie sehr all das im Einklang mit der Schöpfung ist. Gesang, den man nicht erlernen muss. Tanz, der dem Unbegreiflichen huldigt. Leise geht er zu seiner Hütte zurück und dankt Gott, dass er ihm diese Einsicht zuteilwerden ließ. Von da an lernt er ihre Lieder. Er lernt, was man beim Rudern zu singen hat und beim Angeln und beim Legen des Grasdachs. Er gewöhnt sich an das laute Lachen der Frauen. Er gewöhnt sich an das Geschrei und die zeremonielle Höflichkeit, deren Gesetze er nicht ganz begreift. Man darf seinen Namen nicht sagen. Man muss beim Essen schmatzen, darf aber nicht reden. Er versucht, sich an die Nähe zu ihren Körpern zu gewöhnen, wenn sie sich zu ihm setzen, Haut an seiner Haut, nacktes Bein an seinem Hosenbein, Atem an seinem Hals, Menschengeruch. Hätte er nicht sein Moskitonetz und seine Hütte, er verlöre den gebotenen Abstand zu ihrer Welt. Als er nach Wochen zurückkehrt zur Station, freut er sich, nach der langen Bootsfahrt wieder Land unter den Füßen zu haben. Er misstraut dem großen, starken Meer grundsätzlich, obwohl die Siassi mit ihren Booten sich darin bewegen wie Fische, singende Fische. Er freut sich, wieder etwas anderes zu essen als Taro-Brei, Bananen, Kokosnüsse und Fisch. Er freut sich, gewaschene und gebügelte Kleider zu tragen und auf Stühlen zu sitzen. Er freut sich, an einem glatt gehobelten Tisch zu arbeiten, mit Vorräten an Papier, Tinte und Federn. Das alles ist überaus angenehm. Er beginnt, biblische Geschichten in der Sprache der Inseln aufzuschreiben. Wie der Sturm kommt und die Jünger fast ertrinken, wie Jesus auf dem Wasser wandelt und sie rettet und wie er mit zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen speist.
In seiner Niederschrift macht Johann aus dem Brot Taro und aus den 5000 ein ganzes Volk. Während er das aufschreibt, die neu gelernten Wörter mit Gorms Verzeichnissen vergleicht und sich von dem geduldigen Nikodemo wieder und wieder korrigieren lässt, überkommt ihn die Vorfreude darauf, diese Geschichten auf Malavaya zu erzählen. Er will wieder dorthin, so sehr er den schlichten Komfort der Missionsstation genießt. Zu Gorm sagt er, dass er sich auf die Dialekte der Inseln spezialisieren wird. Allein hier auf der Hauptinsel gibt es mindestens 4 verschiedene Sprachen. Manche sind miteinander verwandt, manche nicht. Man kommt ja ständig durcheinander. Man muss das richtig erforschen. Soll er sich spezialisieren? Gorm hat nichts dagegen. Soll er nur paddeln von Insel zu Insel? Gorm sitzt auf seinem Rotangsessel, predigt, bildet Gehilfen aus und hält Taufunterricht. Soll Johann die beschwerlichen Reisen machen und seine jugendliche Ungeduld in den Dienst des Herrn stellen? Eine sehr, sehr spezielle Herangehensweise. Wir sehen wirklich eine große Offenheit für letztlich für die Menschen, die er dort trifft, die natürlich ganz, ganz fremd sind, die aber etwas in ihm sagen auch öffnen, den Rhythmus, die Musik, dann die Neugier auf die Sprachen auch. Das klingt ja eben nicht nach einem ausbeuterischen Verhältnis im Individuellen. Aber die Frage ist eben, ob nicht dann dort auch Elemente sind, sogar bei dieser Herangehensweise, die ja durchaus respektvoll ist in Teilen, sozusagen etwas Verklärendes ist, etwas Idealisierendes des Fremden, des Exotischen und vielleicht auch doch eine Haltung des Blicks von oben. Es ging ja ein bisschen in der Mission auch darum, ne, dass die einen gesagt haben, wir machen das hier genauso wie zu Hause. Das war also der Mainstream sozusagen damals, ne, zu sagen, okay, die lutherische ist die wahre, reine Lehre und so wie wir zu Hause unsere Kirchen organisiert haben, so machen wir das hier auch. Ne, so muss das sein. Und dann gab es diese andere Fraktion, die gesagt hat, wir müssen den Volksglauben, der hier herrscht, irgendwie benutzen, um ihnen Gott näher zu bringen. Und die haben dann zum Beispiel auch sowas gemacht, also diese Fraktion, diese andere Fraktion, zu der auch der Johann Hensoldt dann zu zählen wäre, dass sie einen unbekannten großen Geist, den die Papua irgendwie ja, verehrt haben, aber der war so wie ein großes Geheimnis, Anutu. Und da wurde dann diese Kultur insofern irgendwie ausgebeutet, indem man über diesen Anutu dann den christlichen Gott da eingeschleust hat und gesagt, der, vor dem ihr so viel Angst habt und der Allergrößte ist, das ist unser weiser Gott. So läuft das. Und, ne, so. Also das ist so eine Mischung aus ethnologischem Interesse und aber auch so ein Ausnutzen für die eigenen Zwecke. Und das spielt das so ineinander. Also eine gewisse Faszination, aber natürlich trotzdem immer noch weiterhin diese Überzeugung, dass es natürlich darum geht, die Leute auf eine höhere Kulturstufe zu heben und ihnen das Christentum beizubringen. Ja, das, man merkt in der Sprache, die sie in den Dialogen gebrauchen, die Dialoge zwischen den Missionaren, zwischen den Großeltern, dass dort immer wieder natürlich auch ja, Begriffe fallen, die für uns aus heutiger Sicht eigentlich herablassend sind, eben, dass die keine Kultur haben, dass sie auf einer niedrigeren Stufe stehen und so weiter. Das mischt sich dann auch mit der Idee sozusagen dieser Volkskirche von unten, die eben die Leute wie Gorm und anderen dann nicht behagte, aber die lässt sich auch das letzte Ziel vor Augen haben, nämlich zu missionieren, die Leute zu taufen. Das war sozusagen die Hauptarbeit von des Pioniermissionars Johann Hensoldt. Der andere Großvater im Buch Heiner Mohr ist ein ganz anderer Typ. Stiller, zurückhaltender, mehr in sich gekehrt, als sie beschrieben, wie sie ihn wahrgenommen haben als Kind, er roch nach Wirklichkeit. Das, was sie wahrgenommen haben, der war eben kein,
Pioniermissionar, der rausgezogen ist, sondern der war Plantagenverwalter. Kann man sagen, dass die Plantagen eigentlich dafür da waren, sozusagen Gewinn zu erzielen aus den Früchten, aus den Südseefrüchten, um die Mission zu finanzieren? Kann man dieses Verhältnis so beschreiben? Ja, absolut. Also das war so, dass die ersten Missionare, die kamen, auch gleich natürlich ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse mitgebracht haben. Und natürlich war die ganze Gegend auch, also das war ja auch als Kolonie natürlich auch gedacht, als Agrarland, was man ausbeuten wollte. Und es gab eine riesengroße Kokosplantage zum Beispiel, die Mission dann, die Neuendettelsauer Mission, der Neuguinea-Kompanie dann abgekauft hat. Und das war der große Traum von diesem Heiner Mohr, dann auch diese Plantage zu bewirtschaften. Die hat er dann zwar nicht gekriegt, aber er hat auch eine ganz, ganz große Plantage bewirtschaften dürfen und hat sich wahnsinnig angestrengt, um da richtig viel Gewinn rauszuholen, weil das war wirklich, also diese Haufen von Copra, also diese getrockneten Kokosnüsse, das war das Gold, von dem die Mission lebte. Das waren die Einkünfte, um die es ging. Ne? Das erfordert dann natürlich eine ganz andere Struktur der Aufgabe, die dieser Großvater hatte. Der muss die Plantage verwalten, der hat einzelne Leute angeleitet, der Einheimischen angeleitet, sozusagen als Vormann, würde man heute vielleicht sagen. Und hat natürlich eine andere Art auch der Interaktion. Es waren Leute, die für ihn gearbeitet haben. Sie stellen uns jetzt Heiner sozusagen in Aktion, in Aktion vor, sagen, bei der Arbeit mit einem herangebildeten Assistenten und Fuhrmann, wie er versucht, ihm Systematik beizubringen und eine andere Art der Interaktion als die wir von Johann Hensoldt gehört haben. Ja, also Heiner Mohr war natürlich eigentlich nicht Vormann, sondern das war der Weiße Master. Das war derjenige, der auch prügeln konnte, der irgendwie Befehle gegeben hat und der natürlich versucht hat, seine deutsche Vorstellung von Landwirtschaft, wie das laufen muss, da durchzusetzen. Und das war nicht so ganz einfach für ihn. Heiner hat Geduld, sehr viel Geduld findet er, mit seinen Arbeitern und seinen Bäumen. Am Ende wird das hier eine Musterpflanzung sein, mit einem ordentlichen Ertrag. Er macht Halt bei den jungen Bäumchen, sie sehen aus, als hätten sie ein paar Zentimeter zugelegt. In Meterschritten schreitet er die Reihe ab, prüft die Abstände und Baluna, der Vorarbeiter, hinter ihm. Er tut es ihm nach, er lacht dabei, Heiner hat keine Ahnung worüber. Exakt steht die Reihe nicht, die Abstände sind mal größer, mal kleiner, aber es ist bei Weitem besser als in den älteren Teilen der Pflanzung, wo nach Neuguinea-Art alles durcheinander wächst. Baluna ist neben ihn getreten und strahlt ihm ins Gesicht, offenbar freut er sich über irgendetwas. Heiner versteht meistens nicht, warum er bestimmte Dinge tut oder nicht tut. Dabei ist Baluna ein guter Mann, er hat eine rasche Auffassungsgabe, ist geschickt mit dem Werkzeug und kann die Leute gut anleiten. Er stiftet sogar Ruhe, wenn zwischen den Yabim und den Kai Streitereien aufflammen. Aber er versteht so wenig wie die anderen den Zusammenhang zwischen dem Ertrag der Pflanzung und den begehrten Dingen der Weißen. Dass auch Weiße die Stoffe, die Messer, das Salz, die Medikamente und die Bibeln kaufen und bezahlen müssen und dass sie das mit dem Erlös aus den Plantagen tun. Nur kann Heiner das auf Pidgin, diesem verhutzten Englisch mit den deutschen Brocken, das er zudem nicht gut spricht, schlecht erklären. Und Kotte, die Sprache der Kai, spricht er noch weniger. Wie soll Heiner Baluna klarmachen, dass der Baumwollstoff für ihre Tücher anderen Weißen für teures Geld abgekauft wurde? Weißen, die ihrerseits Plantagen besitzen, solche mit Baumwolle, auf denen wiederum andere Schwarze arbeiten. Welthandel, Baluna. Baluna glaubt anscheinend, soweit Heiner ihn verstanden hat, dass Weiße immer Messer und Stoffe haben. Es gibt keine Weißen ohne Kleider, Moa. Er sieht nicht ein, dass die Kokonasbäume wegen der Kleider in Blöcken und Reihen gepflanzt werden müssen. Geld bekommen die Weißen von ihrem Gott und wer sich, wie er, Baluna, mit den Weißen und ihrem Anutu verbindet, bekommt etwas ab von alledem, vom Geld und vom Sonntagszauber und von der Macht des Holzpfahls mit dem toten Mann Jesus.
Heiner Mohr muss zugeben, dass es irgendwie stimmt. Weiße laufen niemals nackt herum, weiße Männer tragen immer ein Messer bei sich. Er selbst hat das Messer, das er zur Konfirmation bekommen hat, immer dabei. Sogar weiße Frauen haben im Haushalt ihre Messer und Scheren. Und es stimmt auch, dass die Arbeiter ihren Anteil an den Schätzen der Weißen zugeteilt bekommen. Bei der Anwerbung kriegen sie schon Hosen, Tabak und ein bisschen Geld. Nach einem Jahr 2 Beile, 2 Buschmesser, 2 Hobeleisen, ein Gemüsemesser, Tücher, Streichhölzer, Glasperlen und Salz. Und genug Geld, um ihre Steuer zu bezahlen. Geld kommt nicht von Anotu, Baluna. Geld kommt von Arbeit. Anotu hat das Geld gemacht. Er hat alles gemacht. Die ganze Welt, sagt Baluna. Heine hat oft versucht, ihm zu erklären, wie die Zivilisation und ihre Errungenschaften mit Gottes Hilfe aus Fleiß und Ordnung hervorgegangen sind. Aber es gibt nicht die richtigen Worte dafür in diesem elenden Pidgin. Fleiß kann man vielleicht noch mit Vokstrong übersetzen, harte Arbeit, aber es ist nicht dasselbe. Fleiß ist eine innere Haltung, eine christliche Tugend, Voraussetzung jeder ernsthaften Arbeit. Er kann das in keiner anderen Sprache als Deutsch sagen. Dann hat er es mit Beispielen versucht. Baluna, schau her, wie fest diese Kirche ist, gebaut mit Hammer und Nägeln. Nicken. Und das Wellblechdach, kein Regen darunter, nie nass. Nicken. Eure Dächer gehen kaputt. Nicken. Unser Dach geht nicht kaputt. Nicken. Ein neues Dach zu bauen ist schwer. Mohr, sagt Baluna beruhigend und nickend, nicht für uns, wir können das. Auch das stimmt. Er hat gesehen, wie die Arbeiterhütten hier in Helsbach gebaut werden. Alle helfen mit, es geht unglaublich schnell. Und sie haben bestimmte Lieder, die sie dabei singen. Zum Beispiel gibt es ein extra Lied zum Bauholzfällen. Bruder Muckenbacher wollte es verbieten, weil auch das eine Form von Zauberei sei. Aber ein anderer Bruder meint, das ist einfach völkisches Liedgut, wie unsere deutschen Seemannslieder und Bergmannslieder. Heiner Mohr verbietet also seinen Leuten das Singen nur dann, wenn sie zu langsam arbeiten. Jedenfalls denken diese Leute, mit oder ohne Gesang, nie darüber nach, wie man etwas verbessern kann. Deshalb sind sie nicht vorangekommen, kennen nicht einmal den Hebel oder das Rad. Ecken tiefer pflügen, düngen, Drainagen anlegen, Bäume veredeln. Eine andere Art der Annäherung, sozusagen auch der Versuch zu locken oder zu erklären, was sozusagen wir Weißen aus deren Sicht sozusagen erfolgreich werden können und sozusagen letztlich den Kapitalismus zu erklären. Kann man sagen, von nichts gehört nichts. Ja, genau, aber es ist natürlich auch dieses Denken von Effizienz, dass man Sachen immer schneller und besser machen kann. Mh. Und das ist ja auch ein Denken, was uns letztlich bis in die Klimakrise geführt hat. Ne? Also das ist diese Folgerichtigkeit, die also dem Heiner Mohr so ganz, ganz unzweifelhaft erscheint, das ist dann im Zusammenspiel mit den Einheimischen dann langsam doch irgendwann zweifelhaft. Sie haben uns auch einige Fotos mitgebracht, die wir uns ansehen können, um einen kleinen, sagen, visuellen Eindruck auch zu haben, was sich in dem, Sie haben viel mehr Fotos, aber so, wie die Landschaft aussah und wie die Menschen dort aussahen und können uns ein paar Fotos auch hier zeigen. Ja. Ich hoffe, das funktioniert jetzt technisch auch so. Genau, das ist jetzt an einer Plantage. Da wird gerade der Weiße, den sieht man dann im Hintergrund, der das Kommando führt, der sorgt dafür, dass da die Kokosnüsse verladen werden. Und das ist jetzt, also der weiße Mann, den man da wieder sieht, das ist auch wieder natürlich der Master, das war in dem Fall der ein Vorbild für Johann Hensoldt war, der lässt da eine Brücke bauen über so einen kleinen Flusslauf in der Plantage von Salankaua. Man konnte da eben gut sehen, das ist Papua-Neuguinea ist wahnsinnig gebirgig.
Es gibt Küstenstreifen und allergrößte Teil, also das sind durch Dinge, die oft gebraucht wurden, wenn man Land erschließen wollte, wenn man einfach von A nach B kommen wollte. Das meine ich hier zu sehen, dass das durch steile Schluchten waren. Ja, es ist extrem unwegsam. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch, der höchste Berg ist ja über 5000 Meter hoch und das ging immer irgendwie steil bergauf oder nur an der Küste war es so ein bisschen flacher. Und natürlich auch gab es diese Wasserläufe, die manchmal dann auch bei dem vielen Regen auch absolut unpassierbar waren. Ne? So, und da haben wir einmal das Ergebnis der Missionsarbeit. Das ist dann jetzt so das gelungene Paar, also von der Mission ausgebildete einheimische Gehilfe mit seiner Frau, die irgendwie nicht so besonders glücklich aussehen. Und das ist das Gebäude, das wichtigste Gebäude in der Mission. Und die Neunettelsauer Mission hat tatsächlich diese Häuser so gebaut, also diese Kirchen so gebaut wie zu Hause. Und wenn man jetzt sich das zusammen anguckt, hat man so ein bisschen den Eindruck davon, was das Ziel des Ganzen war. Hier ist nochmal zu sehen, diese Inseln, auf denen Johann Hensoldt dann im Buch unterwegs ist. Also die Insel Malawaya sieht man da und das ist so eine Karte, die irgendwie eigentlich gar nicht stimmt, aber die einer von der Mission mit der Hand gezeichnet hat, damit es sich so einigermaßen zurechtfinden. Und es waren wirklich große Distanzen, also von Malawaya bis zu der Hauptinsel war man manchmal irgendwie fast eine Woche unterwegs, wenn der Wind nicht gut war oder die Strömung. Es waren wirklich große Distanzen. Also das waren, die hatten ja keine Motorboote, ne? Die sind da gepaddelt. Ich meine, das war wirklich was für einen Abenteurer wie Johann Hensoldt. Absolut, obwohl er sich immer vor dem Meer gefürchtet hat. So, und jetzt sind wir mal ganz woanders. Und zwar in dem holländischen Teil von Neuguinea, wohin es Johann Hensoldt dann verschlagen hat. Das ist die Stadt, die heute Jayapura heißt und die Hauptstadt von Indonesisch Neuguinea ist. Damals hieß sie Hollandia. Und es war wirklich die Hauptstadt dieses Gebiets. Also so eine Ansammlung von Wellblechhäusern und Hütten mit einem kleinen Hafen. Und von da aus dann nochmal 3 Tage Reisen weit zu Fuß, hat Johann Hensoldt dort seine erste eigene Missionsstation aufgebaut. Das war dort dann, in einem Ort namens Geniem. Das waren so die ersten Häuser, die sie sich da errichtet haben. Das wurde mit der Zeit immer größer und die Missionsstation Geniem war am Ende dann, so am Anfang der 30er Jahre, sah dann ungefähr so aus. Also mit so einer überdachten Brücke und einem regulierten Bach und einer funktionierenden Landwirtschaft auch dabei. Jetzt geht es nicht mehr weiter aus irgendeinem Grund, doch jetzt. Und das ist jetzt die Linette. Johann Hensoldts Frau, die bei der Abreise von dort, als die ganze Familie mit ihren damals dann schon 3 Kindern oder 4 Kindern, die sind dann nach Deutschland zurückgekehrt, um die Kinder in Deutschland zu lassen. Was damals üblich war, wenn die schulpflichtig waren, wurden die nach Hause gebracht, um dort deutsch erzogen zu werden und natürlich nicht im Dschungel mit lauter nackten Wilden aufzuwachsen. Und das war der Anfang der Heimreise und sie hatte damals irgendwie eine Fehlgeburt gehabt und war ganz schlecht beieinander und wurde da in so einer behelfsmäßigen Sänfte getragen. Und das war der Abschied der Kinder von Neuguinea. Also das ist dann, sind die Kinder in dem Buch natürlich ist es Johann Hensoldt und Nette, aber das sind wirklich, das ist meine Mutter ganz rechts und ihr kleiner Bruder und ihre kleinste Schwester. Die sind alle nie wieder dort gewesen. Das brauchten die auch nicht, denn die hatten ja dann Papua-Neuguinea im Franken. Denn die sind ja doch, wenn ich es richtig verstehe, von den Begegnungen und den Gesprächen, sind die schon nah beieinander geblieben, als die dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen? Ist das naja, es war natürlich, Neudettelsau war natürlich das Zentrum der Mission und da war so ein Kommen und Gehen von Missionaren und ihren Kindern und die haben alle untereinander geheiratet. Das war wie so eine Horde irgendwie. Ne? Und darin, in diesem ganzen Zirkel, ist meine Mutter aufgewachsen, aber auch mein Vater dann.
Aber trotzdem hatten die natürlich dieses Fernweh und diese Sehnsucht nach ihrem kindlichen Paradies, das blieb. Und die hatten ja tatsächlich auch die Idee, dann wieder auszureisen. Also nach dem Krieg in den 50er Jahren wollten die wieder hin, aber das scheiterte dann aus verschiedenen Gründen. Und hier ist das Schiff, mit dem erst die Familie die Heimreise angetreten hat. Später war das dann das Postschiff, was immer die Post gebracht hat, einmal im Monat. Aber dieses Schiff wurde dann auch benutzt, um die deutschen Zivilgefangenen, darunter auch meinen Großvater, abzutransportieren, als im Zweiten Weltkrieg Deutschland Holland besetzt hatte. Und die Holländer haben dann die Deutschen in dem Gebiet alle zusammengebracht und in Lager verfrachtet und haben dann versucht, später die nach Indien zu bringen, als die Japaner kamen. Lange Geschichte, Pazifikkrieg. Und auf diesem Schiff ist mein Großvater dann umgekommen. Das kommt am Ende des Romans dann auch noch vor. Ja. Wir können noch eine kleine Stelle lesen, die sich anschließt, nämlich das Verhältnis, sozusagen die Situation dieser drei Kinder, die dann in Deutschland, sozusagen die von dieser Reise nach Deutschland kamen und dort gelebt haben. Sie sollten zunächst in einem Art durch lutherischen Neuen Dettelsauer Internat leben. Das haben zwei von ihnen gemacht, der dritte ist dann in eine Pflegefamilie gekommen. Und wir reden dann eben tatsächlich über die Zeit, als sie rüberkamen, wo gerade der Nationalsozialismus in Deutschland an die Macht gekommen ist. Und da hören wir noch etwas über das Verhältnis zu wie sie das wahrgenommen haben, der Eltern zu diesen Kindern, die dort in Deutschland dann weiterlebten. Das war unsere letzte Kleine. Die da zurückgelassen wurden, muss man eigentlich schon sagen. Wobei ich auch noch dazu sagen muss, dass meine Mutter ja noch nicht mal Deutsch sprach, weil die Eltern mit ihren Kindern Malayisch gesprochen haben, wie alle da in der Gegend. Und dann kamen die da in dieses wahnsinnig kalte Land, das so ganz, ganz anders war als das, was sie kannten, wo dann auch noch die Nazis herrschten und Gleichschritt und Fahnen. Und es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Es gab einen Briefwechsel zwischen Eltern und Kindern, der aber mit großer Zeitverzögerung immer stattfand, also mit dem Abstand von 6 Wochen, weil so lang dauerte eine Schiffspassage immer, also ein Brief und seine Antwort hin und zurück, das sind wir dann so bei 12 Wochen. Ne? Aber diese Briefe wurden alle aufgehoben und die habe ich natürlich auch gelesen und meine Mutter hat sie mir auch immer wieder nahegelegt, dass ich damit was machen soll. Ja, sie nötigte mir Nettes und Johanns Briefe auf, die säuberlich abgetippt und vermutlich auch bearbeitet waren. Leider tat sie das zu einem Zeitpunkt, als ich gerade Vegetarierin war und politisch dem Anarchismus zuneigte. Ich überflog sie nur zum Teil und stieß mich an jedem dritten Satz. Allein, dass mein Großvater Johann mehrfach sein Gewehr und die Vorzüge von Nashornvogel gegenüber Krontaubenbraten erwähnte und die Qualität von Krokodilfleisch pries, fand ich empörend. Noch schlimmer war, dass Nette darin gemeinsame Feiern mit den Hausjungen und Mädchen als sehr vergnügt schilderte, was ja nichts als kolonialistischer Schwindel sein konnte. Es waren ganz andere Briefe, als ich sie mehr als 10 Jahre später, inzwischen selbst Mutter, wieder las. Da waren Eltern, die versuchten, den Kontakt mit ihren Kindern über Briefe aufrechtzuerhalten, Briefe, die 6 Wochen unterwegs waren. Die eigene Sorge überspielten sie mit angestrengter Heiterkeit. Ihnen gehe es gut, nur dass eben der Schnee und die Äpfel und die Würste fehlten. Die Hausjungen und Mädchen fragten viel nach ihnen und die kleine Schwester Christine langweilte sich ohne andere Kinder. Wie gut sie es dagegen hätten, deutsche Leckereien und viele Spielgefährten um sich zu haben. Als wäre die Trennung normal und das Leben in Neundettelsau nur ein lustiger Ausflug mit ein bisschen Heimweh. Sie würden sich ja bald wiedersehen, schrieb Nette. Und Johann, die Eltern würden ihre gescheiten Kinder, die in der Schule schön fleißig gewesen waren, dann voller Stolz in die Arme schließen. Sie schrieben nie, dass sie ihre Kinder vermissten. Nette sollte im Frühjahr 1940
mit der Kleinen nach Deutschland kommen, ohne Johann, der erst 1941 wieder Heimaturlaub hatte. In der Mission war dergleichen nicht üblich, aber Nette kämpfte darum und setzte sich durch. Das war der Plan jedenfalls. Alle drei Kinder wurden regelmäßig fotografiert, damit die Eltern immer wussten, wie sie gerade aussahen. Johann wollte immer wissen, wie viel sie wogen und wie groß sie waren. Sie waren immer zu leicht. Und er ermahnte sie, mehr zu essen. Weder er noch Nette wussten, was im sogenannten Neuguinea-Heim vor sich ging. Die Schläge, die Härte, die emotionale Kälte. In den Briefen, die die Kinder unter Aufsicht schrieben, war alles gut. Meine Mutter sprach erst nach dem Tod ihres Bruders darüber. Am Anfang hätten sie freundliche, wenn auch strenge Hauseltern gehabt, aber dann kamen andere. Sadistische Diakonissen, die die Kinder einsperrten. Sie zwangen, Erbrochenes wieder zu essen und auf Steinen zu knien. Zu eurem Besten. Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie, steht in der Bibel. Einmal, erzählte meine Mutter, schrieb sie heimlich einen Brief voller Klagen an ihre Eltern und vertraute ihn Erna Blech an, der lieben Tante Erna. Der Brief erreichte die Eltern nie. Onkel Blech hat sie unterschlagen, sagte meine Mutter, der doch versprochen hatte, sich um uns zu kümmern. Und dann hat er diesen furchtbaren Tod gehabt. Ihre Genugtuung jedes Mal, wenn sie vom Tod Gerhard Blechs sprach. Gerhard Blech machte einmal ein Foto von ihr. Es muss im Jahr 1938 gewesen sein. Sie war 10. Nun mach kein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter, sagte er. Deine Eltern sollen sich doch freuen, wenn sie dich sehen. Die kleine Johanna dachte an die Regengüsse von Genjem, an das warme Prasseln und Rauschen und brach in Tränen aus. Das Bild zeigt ein schmalschultriges Mädchen mit dünnen Beinen. Es steht vor einem Eisentor neben einer Linde. Aus seinem streng gescheitelten Haar und den Zöpfen springen kleine Löckchen. Das Kind lächelt mit geschlossenen Lippen, die Augen mit den dunklen Ringen schauen an der Kamera vorbei. Es trägt kurze weiße Söckchen zur BDM-Uniform mit dem dunklen Rock. Auf der Brusttasche der kurzärmeligen weißen Bluse ist das aufgenähte Abzeichen einer Gruppenführerin zu sehen. Vielen Dank. Praktisch ein Jahrhundertleben in einem Roman. 400 Seiten passen nicht in eine Stunde, aber wir hoffen, dass Sie Lust bekommen haben, sehr viel mehr Seiten zu lesen. Wir freuen uns, dass Sie hier waren. Wir sind sozusagen in einem Programm, das auch hier im Schlösschen noch weitergeht. Aber vielen Dank, Katharina Döbler. Danke, dass Sie da waren. Danke. Für das spannende Gespräch. Danke. Vielen Dank für die Einblicke. Und als kleine Erinnerung an Ihren Besuch, obwohl es verstößt, würde ich Ihnen gerne noch. Wunderbar, danke. Dankeschön. Passend zum Cover. Aber ja, wirklich dieselbe Farbe. Ja. Ja, ich danke Ihnen nochmal für das Gespräch und Ihnen allen auch fürs Gekommensein. Und wer will, gibt es draußen noch Bücher.